Ja, hallo Freunde. Nach über 5 Jahren habe ich gedacht, ich bringe euch mal wieder ein Video über einen Crockpot, über einen Schongarer und in diesem Fall ein Crockpot, also ein Original. Ja, und genaue Modellbezeichnung, Typbezeichnung lasse ich euch jetzt einmal laufen. Ich bringe euch aber später noch mal so ein paar Fotos, wo ihr noch so ein paar Detailansichten habt per Foto. Aber lasst uns erst einmal über das Gerät und den Lieferumfang sprechen. Gerät selber seht ihr hier. Ich sage immer, so ein Crockpot oder so ein Schongarer, das ist der Fleischtoaster. Warum? Weil es aus zwei Worten Toaster, weil es wirklich noch einfacher zu bedienen ist wie ein Toaster. Und Fleisch, weil das ist so auch meines Erachtens der Haupthintergrund so einer Geschichte. Ne? Ihr kennt das Gulasch stundenlang auf dem Herd, bis das Fleisch dann wirklich, ich sage mal, gar ist und so weiter. Und dafür eignet sich sowas, um das Ganze natürlich wirklich sehr, sehr schonend dann über Stunden dann wirklich auch absolut zart zu machen. Das ist das Thema. Was habt ihr noch im Lieferumfang? Einmal eine Bedienungsanleitung, leider kein Rezeptbuch, aber es gibt Seiten, wo ihr Rezepte bekommt. Mittlerweile auch auf Chefkoch, auf all diesen, ich sage mal, Seiten, wo Rezepte dargestellt werden für alle möglichen Dinge. Und hier seht das nochmal, also Bedienungsanleitung, ne? Ganz, ganz easy, weil es gibt kaum was zu beachten, zeige ich euch gleich. Und hier gibt es dann eher so Handlungsempfehlungen, ja, also so mal so im Vergleich übliche Zeit auf dem Herd und dann eben halt hier so eine Angabe, okay, wie sollt ihr das dann auf Stufe 1 und 2, mehr gibt es nämlich hier nicht, kochen. Und da oben steht dann nochmal, okay, wofür ist was geeignet. Der Deckel ist natürlich nicht Mikrowellen geeignet, ne? Könnt ihr aber hier, seht das da unten einmal, wo steht der Deckel da? Deckel, ja, ist backofenfest, ja, heißt also, könnt ihr mit in den Backofen gehen, allerdings natürlich wegen dem Metall nicht in der Mikrowelle. Dieses Teil hier könnt ihr genauso wie den Deckel in die Spülmaschine packen und das ist der Keramiktopf und das ist das auch das Wesentliche, eigentlich das Teure an diesem Gerät hier mit 4,5 Kilo, ja. Also einhändig kaum zu machen, dieses Teil. Ich versuche es gerade mal, damit ihr auch da nochmal live dabei seid. Was spielt sich hier im Innenraum ab? Und dann kommt der eigentliche Crockpot. Hier müsst ihr fast schon aufpassen, dass ihr hier nicht zu stark reindrückt, sonst habt ihr eine Delle drin. Und das Teil wiegt hier lediglich 1,5 Kilo. Ja, da ist eine Heizspirale unten drin. Ja, das könnt ihr hier schon erkennen, wenn ihr mal reinschaut. Aber Leute, alles tipptopp, ne? Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ne? Und gerade dieses Teil hier ist natürlich der Wahnsinn. Könnt ihr auch in den Backofen packen, ist allerdings nicht herdplattenfähig. Heißt also, wenn ihr was anbraten wollt, müsst ihr das im Backofen anbraten bei hoher Temperatur. Das geht natürlich. Ne? Nicht herdplattenfähig, auch deswegen unten ist also eine raue Keramikseite gelassen. Und wenn das tausche, auch auf der Arbeitsplatte, würde ich immer was drunter stellen wollen an der Stelle. Ja, wir messen gleich noch den Stromverbrauch. Was mir aber schon aufgefallen ist, dass wir hier, obwohl nichts aktiviert ist, einen Standby-Verbrauch von 0,5 Watt haben. Leute, ist gleich nichts, aber ist auch das, was maximal zulässig ist nach den Richtlinien, aber es ist so. So insgesamt, also wie gesagt, das Teil hier, Unterteil wiegt 1,5 Kilo und das dann hier 4,1 und dann habt ihr noch 800 Gramm für den Deckel. Ihr kommt auf 6,4 Kilo Gesamtgewicht bei dem Teil hier. Auch das muss man ja wissen. Und wenn man jetzt hier noch 7,5 Liter reinpackt, ne, dann ist das natürlich schon einiges an der Stelle. Aber dann lasst ihr das Gerät weg und so weiter. Nimmt das hier raus. Also das mal dazu. Und ob man das unbedingt in die Spülmaschine packen muss und dann wirklich eine Schublade damit voll hat, weiß ich auch nicht. So Leute, was machen wir? Wir machen natürlich eben kurz gleich die technischen Tests hier. Also den Preis habe ich ja auch noch nicht genannt. 120 Euro Amazon, jetzt Stand 2.5.2020. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zu den Garzeiten, weil irgendwo habe ich wieder so einen Unfug gelesen. Wenn man das Thema Strom nicht beherrscht, dann sollte man und Verbräuche nicht beherrscht, dann muss man das doch nicht in so einer Rezension mit reinnehmen, weil aber auch jemand, der hat so ein kostenloses Muster bekommen, hat dann etwas reingeschrieben von, nee, und kann man nicht nutzen wegen der Stromrechnung, Leute. Also, so eine Herdplatte, ne, braucht ungefähr 750 Watt, 0,75 kW. Wenn ihr das Ganze dann irgendwo 4 Stunden euren Gulasch da drauf köchelt, ja, dann habt ihr irgendwas 3,5 kW im Verbrauch. So, das Ding hat um die 300 Watt. Ne? Das heißt also, da könnt ihr 12 Stunden schon köcheln lassen, um auf den gleichen Verbrauch zu kommen. Ja, dann ist das 1:1. Ne? Also wenn ihr dann mit 10 Stunden köchelt, dann seid ihr hier sogar energetisch, sogar noch auf der besseren Seite. Das mal dazu. Ja, gerade eben bei Sachen, die lange kochen. So, wollte ich euch sonst noch was sagen an der Stelle? Nein, ich denke, das habe ich euch gesagt, mal so als Beispiel. Und ja, was machen wir? Nochmal so kurz im Verlauf. Wir gehen hier, machen die praktischen Tests und wir gehen her und schauen uns mal, machen mal so 3 Gerichte zusammen.
Zwei auf jeden Fall, nämlich einmal heute fangen wir mal an mit dem Einfachen. Wir tasten uns ran und machen mal hier so gefüllte Paprikaschoten da drin. Ja, wir haben ja 7,5 Liter, da können wir natürlich auch hier mal richtig Gas geben. 6 große und ne, 1 Kilo gehacktes. Und ja, ich bin ein großer Freund davon, immer, wenn man kocht, viel zu kochen und dann was einzufrieren. Ne? So, dann machen wir hier diesen Wiener Saftgulasch. Ich verlinke euch diese Rezepte auch, weil ich als Gastronomiekind, 16 Jahre Knechtschaft in elterneigenen Restaurants, zwei Köche in der Familie, Metzger und so weiter. Ja, ich mache immer nur freie Schnauze und das würde euch nicht viel helfen, weil ich bin jetzt auch nicht der, der da irgendwelche Rezepte aufschreibt. Deswegen habe ich das gemacht. Und wenn wir das noch schaffen oder wenn ich da Lust zu habe, dann machen wir als Krönung hier noch diese Geschichte mit Pulled Pork, und zwar, da brauchen wir ne, 14 Stunden Backzeit, also ganz, ganz langsam. Dafür ist sowas natürlich ganz hervorragend geeignet, weil das müsst ihr auch im Backofen natürlich sehr, sehr lange machen. Ich wollte euch aber nochmal hier zwei, drei andere Dinge zeigen, und zwar Chefkoch, ne, also hier Hähnchen, Gulaschsuppe. Ihr könnt natürlich auch Reis kochen, ne, indische Butter, Huhn, Gemüse, hier, was weiß ich was. Dann hier ein Rindfleisch, ne, also wo man es am Stück eben halt dann gart. Alles ist hier drin machbar, ne, und anbraten, wie gesagt, könnt ihr dann auch im Backofen. Insofern, lasst uns einfach mal über das Gerät sprechen. Ich hole jetzt heute mal keine Luft, sondern versuche es einfach mal direkt. So, einmal hier. Dann seht ihr, blinkt es. So, und dann müsst ihr hier einmal hergehen und hier direkt irgendwas einstellen, was ihr haben wollt. Ja, ihr habt nämlich nur drei Stufen. Im Endeffekt wählbar nur zwei. Wir gehen mal einmal her. Eine Stufe, das ist die erste Stufe, die ganz schonende Stufe. Und dann habt ihr die etwas heißere Stufe. Was das bedeutet, klären wir gleich noch eben einen kurzen Test. So, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, einmal die Warmhaltefunktion auch direkt zu aktivieren. Dann wird hier tatsächlich nur warm gehalten. Ja, und dann gibt es hier die nächste Ein-Ausschalter, nochmal, ja, dann fragt ihr euch immer, was wollt ihr hier da machen, ja, und wir gehen jetzt einfach mal her, stellen wir auf Stufe 3 einfach mal auf hoch, und dann seht ihr hier im Verbrauch, das was ich gesagt habe, wir sind hier bei 310 Watt, und da ist ihm das auch egal, auf welcher Stufe ihr hier hantiert, ja, da wird er sich natürlich runter bewegen, hier natürlich der auf Stufe 2, aber am Anfang, jetzt im Aufheizprozess, das ist der höchste Prozess. Wir schauen uns das gleich nochmal an, wenn er aufgeheizt ist. Ne, da sind wir 310 Watt, die hier abgerufen werden. Also mehr ist es gar nicht. Und hier habt ihr dann einen Timer. Den könnt ihr einstellen, halbe Stunde. Und es gehen hier bis 20 Stunden, ist das, was hier machbar, jeweils in halben Stunden Schritten. Feiner braucht man das bei so einem Gerät hier auch nicht, völlig unnötig. Und wenn ihr ausschaltet hier den Timer, dann seid ihr automatisch wieder in der Warmhaltestufe. Ne? Und da seht ihr jetzt die Warmhaltestufe 1,9 Watt. Also Leute, das ist das, was ein Standby verbraucht, mehr ist das nicht. Ja, so, wir schalten hier nochmal ein und ihr seht hier, dann geht es hier wieder los und wir sind jetzt hier bei 310 Watt. Ja. So, und wie gesagt, und dieser Wattverbrauch wird sich nach unten regeln, wenn das Ganze aufgewärmt ist. Ihr müsst natürlich immer bedenken, dass so ein Pott hier, ja, so ein dicker Keramiktopf, der ist eben halt ne, doppelwandig, ja, dass das natürlich braucht, bis das hier einmal Temperatur erreicht. So, das ist die ganze Funktion. Mehr gibt es hier an der Stelle nicht, ne? Was also Bedienung anbelangt, absolut noch einfacher wie ein Toaster. Okay, Freunde. So, Freunde, wir sind jetzt etwas über eine Stunde dran und die Temperatur hat sich jetzt hier ganz langsam, am Anfang immer pro Minute ungefähr 1 Grad, hochbewegt auf 91, und da scheinen wir jetzt auch mehr oder weniger stehen zu bleiben, was auch völlig in Ordnung ist an der Stelle. Wir wollen ja schonend garen. Ich habe mal unser Rezept vorbereitet und ihr seht, das ist eine ganze Menge, wenn ihr hier so einen 7,5 Liter Pot benutzt. Ihr könnt natürlich auch kleinere Versionen kaufen, 3,5 Liter geht es da los, 5 Liter, 6,5 Liter und so weiter und so fort. Was also dann unsere Köpfe von den Paprikas hier anbelangt, die Deckel, die könnt ihr natürlich nehmen, nochmal in der Pfanne braten, sonst was, wenn ihr jetzt Gäste habt, und das nochmal oben drauf packen später, ne? Gehören aber nicht damit rein. Ihr seht schon, Messer liegt schon da. Ich schneide das klein, das sind so ein paar Veränderungen, die sage ich euch jetzt mal eben ganz kurz, gegenüber dem Rezept, wo ich euch verlinke, die ich dann schneide ich klein, gebe ich mit in die Soße.
Und dann stand hier bei unserem Rezept nur Pfeffer und Salz. Ist mir persönlich wieder ein bisschen arg wenig. Da gebe ich jetzt noch Majoran und vermutlich sogar diese ganze Menge noch dazu in unser Hack. Ne? Und dann einmal Paprika süß, Paprika scharf, um da ein bisschen Schärfe dran zu bringen. Und ich erlaube mir hier vielleicht einen halben Teelöffel noch an der Stelle, ein bisschen Teelöffel Kümmel dazu zu geben. Ist nicht jedermanns Sache, aber wie gesagt, ein Rezept ist immer nur dazu da, euch irgendwo so einen Anhaltspunkt zu geben und der Rest wird ja verfeinert, wie ihr das wollt. So, dann stand da drin 500 Gramm Reis. Ich habe da 500 Gramm Rohreis natürlich genommen. Ist, wie ihr sehen könnt, im Gegensatz zu Marc viel zu viel. Auch die 500 Gramm Käse erscheinen mir zu viel an der Stelle. Mache ich normalerweise sowieso ohne Käse. Ich habe auch früher immer ohne Reis gemacht. Vielleicht das mal dazu. Könnt ihr weglassen, ne, an der Stelle. Aber dann war ich mal in Griechenland auf Karpathos, abseits der Touristenroute. Und da hat so eine Mutti dann eben halt so gefüllte Paprika mit dem Reis drin gekocht. Und seitdem mache ich es auch so. Ne? Also man lernt ja immer dazu. Ja, also mit dem Käse, ich nehme die komplette Menge jetzt mal, mach das mal. Interessiert mich selber, wie gut das dann später aussieht und schmeckt. Ja, und hier bewegen wir uns noch ein bisschen weiter hoch, 92 jetzt. Aber wie gesagt, jetzt ganz, ganz langsam. Das heißt, wir werden irgendwo gleich auch mal dann stoppen. Ja, das vielleicht nochmal eben kurz zu dem Rezept. Und ihr seht, ne, eine ganze Menge. Und ich bereite das jetzt mal vor, gleich in den Pott. Und dann nehme ich euch dann nochmal mit, wenn ich es wirklich dann gemengt habe und so weiter. Das will ich jetzt nicht machen. Wir wollen ja keine Kochsendung machen, sondern mal schauen, wie gut kann man mit so einem Teil hier kochen. Das ist das Thema. Okay. Ja, Freunde, auch hier habe ich gedacht, ich nehme euch nochmal mit an der Stelle. Und zwar Reis. Ne? Also wirklich nur die Hälfte nehmen. Das reicht. Ihr seht das hier in der Konsistenz. Deswegen nehme ich euch hier mal besseres Licht mit, dass das völlig ausreicht. Den Käse habe ich jetzt mal wirklich ganz vorgenommen, 500 Gramm. Aber bei dem Reis reicht, wenn ihr also Rohreis an der Stelle 250 Gramm kocht, meines Erachtens. Ich will auch da dem Rezeptegeber jetzt nicht ins Wort fallen, aber das Thema ist. Ja, und dann Küchenmaschine oder Hand. Das Thema ist wirklich, sowas hier kannst du immer am besten mit der Hand kneten, weil mit der Küchenmaschine wird es dann teilweise auch zu stark geknetet und zu fein. Ne? Und ja, legt das Hackfleisch vorher ein bisschen länger schon vorher raus, weil das Thema ist, wenn es dann zu kalt ist, ne, tun euch nachher die Flossen weh von der Kälte. So, Freunde, also das wollte ich euch einmal gezeigt haben. Ich nehme nochmal die Hand weg, damit ihr einmal so ein bisschen auch die Konsistenz sehen könnt. Okay. So, Freunde, erstmal eine gute Nachricht. Und zwar die gute Nachricht ist, dass ihr hier wirklich 6 große Paprika in diesen Topf hineinbekommt. Ne, gleich kommen noch die Tomaten da rein, die Brühe und so weiter und meine kleinen geschnittenen Paprikas. Die schlechte Nachricht ist, dass auch hier wieder, ne, A, mit dem Reis, schlechte Angabe, ob eben halt roh oder eben gekochter Reis. So, und dann hier, also da könnten wir noch locker 3 bis 4 Stück machen, die Mengenangaben nicht stimmt, dass ihr da Bescheid wisst. Also 6 und ihr seht schon, ziemlich gehäuft haben wir gemacht. So, Freunde, jetzt sind wir wirklich ready to start. Und was ich euch eben gezeigt habe, ich glaube, ich habe es vergessen zu sagen, war die Stufe 1, wo wir hier 91, 92 Grad später erreicht haben. Und was wir jetzt machen, auch da ist dieses Rezept ja hier völlig ungenau, ist, da steht hier, ne, könnt das lesen, 5 bis 6 Stufen auf hoher Stufe oder auf kleiner Stufe 6 Stunden, Freunde. Also macht wenig Sinn. Ich stelle es euch trotzdem ein. Ihr wisst ja jetzt, was ich hier mache. Und zwar gehen wir einmal her, schalten das Gerät ein und ich nehme jetzt hier wirklich einmal die hohe Stufe, ja, schalte es hier auf hoch und gehe hier an der Stelle her und stelle die Zeit, dann habe ich so einen Mittelwert davon, einmal auf 5 Stunden. So, Timer ist an, ihr seht, also Verbrauch bewegt sich immer um die 300 Watt an der Stelle, ja, und dann sehen wir uns in 5 Stunden einmal wieder und ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein paar Buletten, ich wollte eigentlich meinen Milchreis heute Mittag machen, aber man kann so gehacktes Lebensmittel wegwerfen, geht gar nicht, finde ich. So, Freunde, unsere überschüssigen Buletten sind fertig an der Stelle. Und ich habe die kurz angebraten und dann bei 30 Minuten bei 160 Grad im Backofen, nur falls ihr da auch noch einen Überschuss habt. Ich wollte euch aber hier mal mitnehmen, ne? Wir haben also das Ganze wieder abkühlen lassen und wir sind jetzt hier irgendwo bei 48 Minuten, die rum sind und wir sind hier bei 47 Grad
Thermometer liegt da irgendwo drin. Nur dass ihr auch da seht, das geht ganz, ganz langsam schonend los, weil dieser Keramiktopf, der muss sich natürlich erstmal aufheizen. Das mal dazu. Ich esse mal, dann nehme ich euch noch mal kurz mit und später, wenn wir die 4 Stunden voll haben. Ja, und das Ganze wird natürlich ganz schön locker, ja, in der Pfanne kaum zu machen. Dürft ihr wirklich nur einmal kurz anbraten, rumdrehen und dann in den Backofen. Und ihr seht, sehr, sehr schön locker und es schmeckt exzellent, insbesondere mir deswegen, weil ich diese Kümmelnote mit dran gemacht habe, die hier sehr schön durchkommt. Also, bis hierhin gefällt das Gesamtkonstrukt vom Rezept her schon mal ganz gut und ist wirklich ganz, ganz lecker. Okay. So, Freunde, ihr seht es auf der Anzeige und zwar 101 heißt, wir haben jetzt 4 unserer 5 Stunden rum und meiner Meinung nach sind die Teile fertig, auch damit ihr da auch einen Anhaltspunkt habt. Wo bewegt sich jetzt hier die Temperatur, wenn ihr das Ganze auf 2 stellt? So zwischen 99 und 101 Grad, sehr, sehr konstant. Ich habe immer wieder mal drauf geschaut und auch die Leistungsaufnahme hier 306 Watt, aktuell liegt immer so um die 300 Watt. Ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, ich mache das Ganze einmal auf. Ich habe natürlich eben schon mal kurz reingeschaut. Ihr seht, es köchelt jetzt leicht. Ja, also das, was man eigentlich erreichen will, auch wenn man Geschichten langsam auf dem Herd eben halt gart, das wird hier gemacht. Das ist das Prinzip des Schongarens hier. Ja, und hier wird eben halt ein bisschen schneller hochgefahren in der Temperatur bei 3 als bei 2. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten dürfte beides mehr oder weniger so in der Temperatur, ihr habt gesehen, wir waren bei 92 Grad auf Stufe 2, ähnlich sein. So, ja, ihr seht also, es brutzelt so vor sich hin. Ich will euch mal rein so soßentechnisch mitnehmen. Ja, ihr seht also hier, wir haben hier, ne, also alles ist schön durch, was die Paprikas anbelangt natürlich, auch hier. Ja, ihr seht schon eben, wo ich da mal reingegangen bin. Ich mache das mal jetzt mal. Ja, ist das Ganze sehr, sehr weich, ne? Ja, wir schauen mal, wie weich, weil es sollte auch in der Konsistenz natürlich nicht so sein, dass das Ganze jetzt gleich komplett einmal ab ist. So, diese Paprikas verlieren natürlich in dem Prozess noch eine ganze Menge Wasser, ne? Das seht ihr auch, das wollte ich euch auch noch mal eben kurz zeigen. Ja, komm, jetzt lege ich es einfach mal also auf diesen Deckel drauf. Und das ist jetzt hier natürlich keine klassische Soße, ne? Ihr könnt natürlich vorher probieren, da ein bisschen Mehl mit reinzugeben, damit das Ganze mehr bindet, ja? Hier vielleicht einfach, bevor ihr dann die Paprikas mit der Brühe bestreut, das Mehl. Aber in der Konsistenz, ihr seht, wir haben diese Stückchen und so weiter, weil das jetzt hier mit der Paprika und so weiter, also Flüssigkeit, die da drin ist und so weiter, braucht ihr überhaupt gar keine Soße. Auch wie eben bei meinen Buletten. Schmeckt also so ganz hervorragend. Das Wichtige an dem Produkt ist eben halt nur, dass das jetzt hier einmal richtig durch ist. Und das könnt ihr erkennen, ja, dass hier kein rohes Fleisch sich mehr irgendwo verbirgt an der Stelle, sondern das Ganze richtig durch ist. So, Freunde, ich denke mal so eine Woche, 10 Tage ist jetzt rum, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und hier nochmal zu den Paprikas. Könnt ihr natürlich auch einfrieren und ich habe euch, ihr habt es gerade gesehen auf dem Foto, mal die Mengen eingestellt, wo ich meine, das macht Sinn. Ansonsten, wie gesagt, es war vom Teig her noch, ja, 4 große Frikadellen, das war doppelt so viel, ne? Also deswegen nochmal, benutzt mein Rezept hier, dann habt ihr auch die richtigen Mengen für 6 Stück. Einfrieren, dann langsam in der Mikrowelle wieder auftauen oder im Kühlschrank und dann bleibt das Ganze auch in der Konsistenz erhalten. Auch das habe ich euch schon mal einmal per Foto eingestellt, weil auch hier habe ich so ein paar Dinge festgestellt, die nicht passen. Ihr seht das hier, ne? Also das sind jetzt die 1,3 Kilo Zwiebeln, die ich genommen habe und das sind 2 Kilo Rindfleisch. Und hier der Kollege, die Kollegin, was auch immer, die wollen hier 1 Kilogramm Zwiebeln bei 2 Kilogramm Rindfleisch. Wir haben bei 2 Kilogramm Zwiebeln, Leute, völlig übertrieben. Ihr seht schon, welche Mengen hier auf uns warten. Ja, anstatt Butterschmalz könnt ihr natürlich auch Margarine nehmen. Beim Fond habe ich jetzt 600 Milliliter anstatt Verdopplung mit 500 Milliliter. Das mal dazu. Paprika hat der Kollege reingeschrieben und da habe ich jetzt natürlich, bin ich hergegangen. Deswegen habe ich euch eben das eine Foto eingestellt. Ich habe weiße Zwiebeln genommen. Die tränen euch natürlich deutlich mehr in den Augen, aber dann in Zahacker gemacht und die weißen Zwiebeln sind ein bisschen süß und da kriegen wir noch ein bisschen Süße rein.
Dann bin ich hergegangen, habe hier unser Paprika schon mal natürlich gewürzt, unser Fleisch gewürzt, sorry, und dann mit Paprika und das Ganze edelsüß und natürlich auch ein wenig scharf, ja, mit Salz, Pfeffer und so weiter und so fort. Hier bei dem Tomatenmark bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich immer sage, das soll ja nicht zu sehr nach Tomate schmecken, ne? Die Farbe kriegen wir jetzt hier schon durch die Geschichte, durch unseren Paprika edelsüß. Da nehme ich maximal die 50 Gramm auch für diese Menge hier. Und wir werden das Ganze in Mehl schwenken und diesen Unsinn, was hier in dem Rezept drin steht mit dem Essig, ja, das lassen wir natürlich. Wir nehmen hier so irgendwas um die 200 Milliliter Rotwein, wo wir es mit ablöschen. Und wir machen das Ganze ganz traditionell. Ja, Kümmel nehmen wir natürlich auch. So, Freunde, wir schwitzen unsere Zwiebeln an hier an der Stelle. Ihr seht, das habe ich im Mehl gewälzt. Da kommt es nicht drauf an, dass ihr jetzt hier wirklich jeden Fleischklumpen dann auch wirklich bemehlt habt, sondern da geht es rein darum. Das ist die einfachste Methode. Ihr könntet natürlich auch das Fleisch rein und dann später ein bisschen Mehl drüber sieben, wie ihr wollt, Leute. Wie gesagt, nochmal das Grundlegende vom Kochen wollte ich euch hier nicht beibringen. Ihr könnt hier bereits das Tomatenmark mit reinbringen, was die Zwiebeln anbelangt, ne? Ja, ich habe jetzt den Rest aus dieser Tube genommen, entspricht ca. 50 Gramm und ich habe mich doch entschlossen, die gesamten Zwiebeln hier zu nehmen an der Stelle. Und ich denke mal, in 10 Stunden sind die auch alle komplett verkocht. Ja, weil wir werden es erstmal 10 Stunden laufen lassen, so ab 20 Uhr, passt hier gerade auch, ne? Und dann sind wir morgen irgendwas um, mal eben gucken, 21, 22, 23, 24, 4 plus, ja, 6 Uhr, habe ich doch gesagt, passt. So, also, so ein bisschen Vorbereitung gibt es natürlich immer, ne? Das ist auch beim Crockpot so, einfach alles reinschmeißen halte ich auch nicht ganz für sinnvoll. So, wir gehen hier einmal her und packen das hier an dieser Stelle schon rein, ja, und lassen das jetzt hier noch ein wenig köcheln. Im Endeffekt, das Ablöschen, das können wir mit dem Rotwein oder mit dem Fond, das können wir auch gleich im Crockpot machen, ich mache es aber auch hier auf dem Herd. So, Freunde, ich habe die Brühe dann eben halt, ich habe das Fleisch rausgenommen, dann nochmal den Topf mit Brühe ausgespült auf dem Herd und dann das Ganze hier drüber gegossen. Dann jetzt unseren Kümmel drauf, unsere Lorbeerblätter und das, meine ich, sieht sich schon mal richtig gut an. Also nach wenigen Minuten sieht es schon aus wie Gulasch. So, Freunde, und das hier stellen wir jetzt, ich gehe nochmal hier rauf runter, weil ich habe schon mal ein bisschen angefangen, 4 Minuten. Ihr wisst selber, ihr braucht sehr, sehr lange, damit der hoch fährt hier in der Temperatur. Ja, und hier gehe ich jetzt noch tatsächlich her. Das könnte man jetzt noch versenken an der Stelle, die Lorbeerblätter, aber ich sag mal, spielentscheidend ist das nicht. Und hier packe ich jetzt wirklich ganz oben drauf die Paprikas, ja, damit die eventuell später noch ein bisschen Biss behalten, also nicht zu sehr mitköcheln. Ja, Deckel drauf. Und wir sehen uns dann in 10 Stunden, war schon vielleicht auch erst in 11 Stunden, schauen wir mal, wie ich morgen früh aufwache, dann hier wieder und schauen uns das Ganze einmal an. Bis morgen. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. 17:45 und wir haben noch 3 Minütchen und die lassen wir auch noch durchlaufen. Aber, und danach schauen wir einmal nach der Warmhaltefunktion, dann lasse ich das nochmal eine Stunde, ja, weil er springt ja gleich um hier unten auf Warmhalten, eine Stunde, zwei vielleicht. Aber wir schauen uns jetzt doch einmal hier die Konsistenz an. Wir sind übrigens hier so konstant bei 92 bis 93 Grad, ne? Da wisst ihr auch da Bescheid, was hier eben halt geköchelt wird oder wie es geköchelt wird. So, ihr seht, Paprika ist noch hier oben drauf. Ne? Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte es nicht verkochen, ja, sondern wirklich hier oben nur mit der Resthitze mitnehmen und garen. Und dann seht ihr, sind die Stücke auch erhalten geblieben. Das ist das Thema. So, jetzt schauen wir mal,
nach dem Fleisch. Es riecht wunderbar. Das ganze Haus riecht jetzt danach. Ihr könnt es natürlich auch hergehen und sowas natürlich auch da vorne hinstellen und dann unter die Dunstabzugshaube. Ja. So, ich rede heute Morgen etwas leiser, merkt ihr schon, ne? Weil hier noch Leute schlafen. So, und das hier, ja, Freunde. Ich mache es jetzt nochmal mit euch. Ihr seht das aber schon, hoffentlich mal von der Konsistenz her. Und ich gehe jetzt mal her. Ja, oh, so muss das sein. Ja, also das Fleisch in sich noch die Stücke erhalten, aber wenn man hier drauf geht, zerfällt es. Also, astrein, Leute. Ganz, ganz klar, Daumen hoch. Ja, Freunde, ihr habt schon anhand der Bilder gesehen, wir machen heute als Abschluss hier dieses Videos Pulled Pork und ja, 1,5 Kilogramm, so wie im Rezept beschrieben, Schweineschulter, auch genannt Schweinebug, gekauft, ne? Und ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Knochen kaufen, wird allerdings dann, denke ich mal, auch manchmal ein bisschen schwierig. Ich kenne das nur von Spanien, da haben wir einen Supermarkt, der macht einem das fertig, wenn man das braucht, in so einer riesen Aluschale, die dann komplett einmal gerade eben so in den Backofen geht. So, Leute, ich habe nur ein paar Dinge abgeändert und zwar hier einmal das Fleisch mit Senf bestreichen habe ich nicht gemacht. Warum? Weil wir hier nicht scharf anbraten können, habe ich jetzt einfach unsere Gewürze direkt hier drauf gebracht, unsere Würzmischung, unser Rub, wie auch immer ihr wollt. Und ich habe hier an der Stelle noch den Senf, wie gesagt, direkt mit reingebracht und 2 cl ungefähr, ne, Pulle, Wein, einfach, ne, nach Augenmaß 2 cl ungefähr Weinband reingetan. Ihr könnt natürlich hier auch Whisky nehmen, was auch eine ganz gute Sache ist. Ja, dann steht hier zum Abschluss, das sage ich jetzt direkt schon mal, hier Fleisch mit der Soße vermischen nachher zum Schluss, ne? Das werde ich nicht machen. Ich werde sicherlich einen Teil der Soße hier rausgeben, weil wir hier natürlich auch den Fleischsaft und so weiter mit drin haben. Und was ihr auch tun könnt und solltet, habt ihr auch schon anhand der Fotos gesehen, natürlich hier eure Soße für den nächsten Tag auch schon mal mit vorbereiten. Das ist ein Abwasch, wenn ihr einmal dran seid, dann habt ihr das Zeug direkt hier fertig, gießt nachher noch ein bisschen was von der anderen Soße mit rein. Und ich werde es, wie gesagt, nachher nicht mit dem Fleisch vermischen. Warum, sage ich euch auch, weil ich denke mal 2 Tage, je nachdem, mit Pommes oder dann mal mit dem Hamburgerbrötchen, werden wir 2 hier davon essen können, eher vermutlich sogar 3. Und dann ist es natürlich später schicker beim Aufwärmen, wenn man das in den Backofen schieben kann. Und dann die Soße, wenn die dazwischen hängt und so weiter, dann könnte das Ganze ja sehr, sehr schnell pappig werden oder eben halt ja auch, ich sage mal, krustig und so weiter. Also das wollen wir nicht. Deswegen lasse ich das so und Soße nach Bedarf am Tisch, so wie es jeder möchte, drüber. So, Freunde, was haben wir? Also 1944, wenn ich Glück habe, bin ich noch zur Tagesschau in den Indoor-Klamotten. Unser halbes Schwein ist drin und der Sud, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt, unten auch. Und da reicht es immer, wenn der Boden benetzt ist, weil der Rest ergibt sich ja durch den Deckel und so weiter, dass es hier oben nicht austrocknen kann. Okay, Leute, wir schalten es ein. So, wir müssen einmal die Stufe auswählen, wie gehabt, und wir nehmen hier die Stufe 1, die ihr unglücklicherweise mit 2 Zeichen und hier unten mit 3, aber ihr wisst, 1, 2 und warm halten hier unten. Und wir gehen einmal und stellen das Ganze auf 14 Stunden. Und vielleicht nehme ich euch heute Abend spät nochmal mit oder morgen, wir schauen mal, aber neue Erkenntnisse ergeben sich ja hier nicht. Ne? Also insofern, wir stellen es erstmal auf 14 Stunden und schauen wir mal, so wie ich Lust habe, halte ich euch nochmal drauf. Okay. So, Freunde, 22.35 Uhr. Ich hatte den Deckel gerade schon mal angehoben, wegen der Kamera, damit wir jetzt nicht beschlagen. Und ihr seht, also, dass es vor sich hin köchelt, hier am Rand. Ich hoffe mal, ihr könnt das erkennen, ja, ohne dass die Kamera gleich beschlägt. Und dass es trotzdem hier, ne, schön krustig, saftig ist. Also, ihr könnt das sehen, wenn ich mal so drauf gehe. Und ja, wir lassen das Ganze jetzt dann mal bis morgen früh weiter köcheln. Also es sieht sich schon mal sehr gut an, es duftet wunderbar. Bis morgen früh. So, guten Morgen, liebe Freunde. 4 Stunden 14 haben wir noch. Wir haben jetzt also irgendwas um die 5 Uhr, ja, 5.31 Uhr, ne?
Gleich geht's mal eine Runde zum FitX. Macht euch keine Sorgen, ich halte euch hier weiter am Laufenden, aber so ein Stündchen unterwegs sein ist kein Problem. Ne? Beziehungsweise 10 Stündchen auch. Ihr seht, ne? Da hat eine ziemliche Schrumpfung stattgefunden. Das ist immer das, was ich euch sagen wollte, auch hier. Macht euch keine Sorgen über das wenige Flüssigkeit, die wir eingefüllt haben. Ja? Denn ihr seht, dass die Flüssigkeit selber aus dem Braten, aus dem Fleisch nochmal rauskommt. Und das ist jetzt eine gute Gelegenheit hier an der Stelle, das Ganze einmal zu wenden. Das mache ich jetzt auch für die letzten 4 Stunden. Und wir sehen uns später nochmal wieder. So Freunde, ihr seht, wir haben noch eine Restzeit von 2 Stunden 19. Da ich aber noch warm halten möchte, mache ich jetzt Folgendes und schalte das jetzt ab. 12 Stunden reichen aber auch aus. Es ist also fertig. Das kann ich euch sagen. Ihr seht das hier. Ja, jetzt ist auch kaum noch Saft im Fleisch. Und ich schneide das jetzt mal auf und dann schauen wir mal mit der Gabel nur mal ganz kurz schon mal vorab für euch jetzt hier im Video, wie wir das zerfleddern können mit 2 Gabeln. Ne? Das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte. Schauen wir mal. Ja, ihr könnt es hoffentlich sehen, ne, dass wir das jetzt hier wirklich mit 2 Gabeln, ich habe es jetzt mal ein bisschen auseinander gemacht, ich will jetzt kein Stativ aufbauen, aber ihr seht das schon, ne? Und es sieht köstlich aus, es riecht wunderbar. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das Gericht super ist, aber wir werden Folgendes machen. Ich bringe euch später auch nochmal so ein Foto vom Gericht, ne, mit Tellerpommes drauf, was weiß ich was, Coleslaw und diese Geschichten. Und dann ziehen wir später nochmal ein Fazit, ob das Gericht selber auch geschmacklich gut war und so weiter und so fort. Ich stelle es jetzt hier, das ist ja unser Thema, einfach nur noch auf warm halten unten. Lass es noch ein bisschen nachgaren und alles ist gut. So, Freunde, 10 Uhr und wir sind immer noch in der Warmhaltefunktion und das bringt mich auf das Thema Warmhalten. Denn Warmhalten findet hier auch noch irgendwo so bei 80 Grad statt. Ja? Und dementsprechend solltet ihr das natürlich in der Nachgarzeit mit einrechnen. Heißt also, bei den Paprikas zum Beispiel, da habe ich ja auch noch 2 eingefroren, 2 habe ich just in time gegessen und 2 habe ich am nächsten Tag aufgewärmt. Konsistenz ist erhalten geblieben, überhaupt gar keine Probleme und so weiter und so fort. Bei dem Gulasch war es so, am gleichen Tag auch gegessen. Ihr braucht nichts machen, alles ist 100% abgeschmeckt. Die Soße ist also durch das Mehl, was wir verwendet haben, schon gebunden und durch die Zwiebeln natürlich. Und alles ist super, super gut. Hier müsst ihr nur dran denken, wenn ihr das Ganze auf Warmhaltefunktion stellt, dass hier natürlich noch was nachgart. Und damit das Fleisch nachher nicht nur noch Fasern sind, ja, da bitte dran denken. Ich würde mal sagen, pro 2 Stunden, die ihr eben halt, das kann, wenn der Prozess beendet ist, wenn ihr nach Hause kommt, darum geht es ja, pro 2 Stunden würde ich 1 Stunde im Garprozess abziehen wollen, wenn ihr das Ganze auf warm halten stellt, weil es noch nachgab. Aber auch das hier habe ich eingefroren, nachher aufgetaut, Besuch war da, 4 Leute noch von gegessen, nachher nochmal und genau, 2-mal gegessen und dann nochmal für 4 Leute. Also es reicht, ich würde mal sagen, 4-8 Portionen auf jeden Fall, mit eher 9-10, also wirklich satte Portionen, reicht diese Menge, die wir jetzt hier gemacht haben, dann tatsächlich auch aus. Ja, und heute sind wir hier beim Pulled Pork und auch da nehme ich euch später nochmal mit, wie gesagt, und da sind wir jetzt auch hier in diesem Prozess des Warmhaltens. Jetzt schon natürlich die ganze Zeit und noch 2 Stunden weiter und wie gesagt, das zeige ich euch später auch nochmal. Aber das spielt hier keine Rolle, weil das Fleisch ist eh sehr, sehr trocken und es lebt eigentlich von der Soße nachher, die wir draufbacken, um das Ganze wieder saftiger zu gestalten. Okay. So Freunde, wir haben fertig. Ne? Zerfleddern könnt ihr auch noch am Tisch. Die Soße habe ich extra gestellt, sodass ich es morgen eventuell im Backofen dann auch nochmal aufwärmen kann. Das ist das Thema oder auch gerne im Crockpot. Ja, der Rest ist, denke ich mal, selbsterklärend, Soße und so weiter und so fort. So Freunde, eine Sache wollte ich noch kurz erwähnt haben und zwar, wenn ihr das Ganze auf warm halten habt stehen lassen und ihr fahrt das dann hier wieder hoch, ne? Zum Beispiel, weil wenn es euch dann zum Fleisch zu kalt geworden ist, was nicht war, aber ich habe ja das Fleisch rausgenommen, dann die Soße abgeschüttet, dann lag das Fleisch eine Zeit lang draußen, ne? Hinten seht ihr das, ich habe das dann eben halt unsere Soße, die wir gestern gemacht haben, hier mit der Soße vermischt, habe fast alles genommen, da stand irgendwas die Hälfte, ne? Schmeckt super, super lecker, genauso wie das Fleisch auch. Ja, und dann könnt ihr, wenn ihr hier auf 1 schaltet, wieder hochschaltet, ist das ruckzuck wieder da. Das heißt also, ihr könnt es auch ruckzuck nochmal aufwärmen, ihr kommt nach Hause, ihr hattet es auf warm halten stehen und dann einmal noch hier wieder hoch oder von mir aus auch direkt auf 2. Und dann heizt sich das Ganze auch ruckzuck wieder auf, weil es ja sowieso ohnehin noch so um die 80 Grad hat. So Freunde, wieder langes Video. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Wisst jetzt, okay, interessiert mich das Produkt? Will ich kaufen, will ich nicht kaufen? Darum geht es hier in meinen Videos. Alles Gute, bleibt gesund und tschüss.